Ah ja, Lichtschwert ist auf jeden Fall die Lösung. Wir machen hier sogar den Episode 1, wir schneiden Türen auf Move. Sehr gut, sehr gut. Ich kann ja auf dem Kartellmarkt eine Mando-Rüstung kaufen. Ich weiß nicht, Sith Inquisitor mit Mando-Rüstung wäre ein bisschen seltsam, oder? So stellt man sich auf jeden Fall gut vor hier. Nice. Meinen Glückwunsch, Sith. Ihr seid in mein Heim eingedrungen, habt meine Attentäter abgeschlachtet und euch einen Weg in meine privaten Gemächer erkämpft. Kann ich euch wenigstens etwas zu trinken anbieten, bevor ihr Forderungen stellt? Gerne. Was hast denn da? Etwas zu trinken wäre nett. Wunderbar. Die Leute haben heutzutage so wenig Zeit für Gastfreundschaft. Nun sagt mir, was wünscht die blutjunge Tochter von Tuul von Rehanna Rist? Ach, das Holo haben wir ja noch. Es geht nicht um Lady Tuul. Wir haben ein paar Fragen. Ach, hier kannst du Holo haben. Ich glaube, das hier trägt euren Namen. So, so. Lasst mich raten. Ihr habt diese Holo aus einem staubigen Archiv im Haus Alde. Sagen wir einfach, die königliche Jediheit Nomar Organa und ich sind Geschichte. Schlafende Hunde soll man nicht wecken. Aber wir lassen euch keine Wahl. Erzählt mir von Nomar Organa oder ihr sterbt. Denkt ihr, als Sith könntet ihr mich mit euren Drohungen einschüchtern? Ich habe mehr Krieg gesehen als ihr oder euer kleines Tulvögelchen. Und ohne einen Kampf bekommt ihr nichts aus mir heraus. Na gut, Kampf kannst du haben. Dann kriegen wir eben erst nach dem Kampf was aus dir raus. So. Oh, so richtig gefährlich ist sie aber nicht, wenn man hier zu dritt auf sie einprügelt. Gleich haben wir sie. Ja, easy. Easy, easy. In Ordnung. Ihr gewinnt. Ich werde ihn kontaktieren. Nomar Organa ist es nicht wert, für ihn zu sterben. Aber dann will ich, dass ihr verschwindet. Das ist nicht eure Entscheidung. Ihr befindet euch kaum in der Situation, um Bedingungen zu stellen. Nein, wohl nicht. Ich hole ihn auf den Schirm. Bestimmt Gift. Ich hab's mir auch gedacht, wohin beim Getränk. Was für eine Überraschung. Das kann ich mir vorstellen. Nomar, es gibt etwas, worüber ich mit dir reden muss. Nur zu. Kann ich etwas für dich tun? Irgendetwas? Es ist, kompliziert. Ich brauche da einen Gefallen von dir, hier auf Alderaan. Ich hatte gehofft, wir können uns treffen. Natürlich. Ich kann in ein paar Stunden da sein. An der alten Stelle? Ja, die alte Stelle. Ich danke dir. Da, seid ihr jetzt zufrieden? Fragen wir lieber erstmal, wo er sein wird, bevor wir sie töten. Erzählt mir von diesem Treffpunkt. Ich werde euch die Koordinaten geben. Aber ich werde euch nicht begleiten. Und ihr solltet lieber von hier verschwinden. Der Treffpunkt ist in einer unterirdischen Höhle in der Nähe des Hauses Cortez. Doch die Eingangstunnel sind voller Killix. Also viel Glück. Ihr sagt mal besser die Wahrheit, würde ich sagen. Ihr wollt, dass ich dabei draufgehe, ja? Ich kann nicht sagen, dass ich euch vermissen würde, Sith. Und jetzt raus aus meinem Haus! Was? Ich dachte, wir können sie am Ende doch noch umbringen. Live bei uns, ja. Prost auf euch hier. So, okay, das Zeug brauchen wir definitiv nicht, was wir hier kriegen. Wir nehmen es trotzdem mit, weil wir keine Wahl haben. Exotroll 22, danke fürs Folgen. Genau, da geht's hoch auf jeden Fall. Aufrecht sitzen nochmal, alles klar. So, du stehst jetzt 45 Minuten vor dem Treffpunkt. Warum tust du das? Warum tust du das? Was? Ich dachte, Jedi sind Friedenshüter. Nun ist der Typ ein Jedi, der mit einer Attentäterin zusammen war und ihr immer noch Gefallen tut. Ja, mei, so ist er halt. Ja, mei, so sind's halt die Jedi, ma. Mei, was soll man machen? Was wollen wir machen? So, gehen wir nochmal hier durch. Vielleicht ist unser Freund jetzt wieder aufgetaucht. Unser Freund von vorhin. Vielleicht ist Victor mittlerweile da. Glaube aber nicht, dass Victor mittlerweile da ist. Kurz mal die Community ein bisschen verwirren und in die falsche Richtung laufen. So, du konntest sie direkt am Hologespräch töten. Ja, ich weiß, dass ich sie töten konnte in einem Hologespräch, aber ich dachte, dann kriegen wir die Infos nicht. Deswegen habe ich sie erstmal geschockt und dachte, wir können sie danach noch töten, aber
Naja, wir waren auch so schon fies genug, glaube ich. Es ist aber ungewohnt, wir haben mal jemanden nicht umgebracht, aber wie gesagt, ich habe gedacht, wir kriegen dann die Infos vielleicht nicht. Sonst hätten wir ja gar nicht gewusst, wo wir den treffen müssen, oder? Also ich meine, klar, wir hätten die Infos wahrscheinlich trotzdem bekommen, aber storytechnisch wäre es irgendwie seltsam gewesen, wenn wir dann gewusst hätten, wo wir hin müssen, obwohl sie tot gewesen wäre. Und uns quasi nicht mehr die Infos hätte geben können. Naja, irgendwie, also sie hätte sterben müssen, ja. Es tut mir leid. Ich dachte halt echt, dass man sie noch theoretisch noch eliminieren kann, nachdem man einmal das Schocken gewählt hat, aber anscheinend konnte man sich nur einmal für den Todesweg entscheiden oder so. So, hier, Rissspezialisten erledigen. So. Ich soll gucken, wie die dunkle Seitestufe ich habe, wenn ich C drücke. Hier, müsstest du das. Ach, da siehst du es. Hier. Bisschen dunkel bin ich mittlerweile. Nächste Stufe ist bei 20.000. Dunkel 1 bin ich mittlerweile. Noch nicht Stufe 2. Momentan noch Stufe 1 hier. Cooli Juli live. Danke fürs Folgen. Schön, dass du mit dabei bist. Auf welchem Planeten wir gerade sind. Wir sind gerade auf Alderaan hier unterwegs. Unsere Reise auf Alderaan. So, gucken wir mal. Ja, ist Victor mittlerweile wieder mal unten? Nee, Victor ist immer noch nicht da. Wäre auch zu einfach gewesen, wenn Victor mal da gewesen wäre. So, wir können ja auch nochmal drauf drücken. Genau, drücken wir einfach nochmal drauf. Einfach immer mal wieder drauf drücken. Vielleicht taucht ja irgendwann mal der Victor auf. Nee, ich glaube, Doch, da ist Victor, aber jetzt ist er nicht für uns da, sondern für irgendwie einen anderen. Ach, das ist doch gemein. Jetzt haben wir Victor. Nice. Schön. Zu dritt drauf. Auf Victor. Wir kriegen Victor. Ja, Gott sei Dank. Hat er jetzt nicht gezählt, oder was? Alter, nee, komm. Nee, der war rot. Kann doch nicht sein, ey. Ah, Victor, ey. Nee. Da ist er. Da, den müssen wir nehmen, hier. Mensch, Victor, komm doch mal her, ey. Ah. Aber immerhin, er kann spawnen. Das ist schon mal gut zu wissen, dass er spawnen kann. Aber... Ach, Victor. Nope. Keine Chance für Victor. Schade. Aber wir waren knapp dran am Victor auf jeden Fall. Manchmal taucht er anscheinend doch random auf. Aber nur manchmal und dann lässt er sich nicht... Nur bei anderen Leuten. Uns mag Victor offensichtlich nicht. Schade eigentlich. Dabei haben wir ihm doch gar nichts getan. Vor allem, er war ja sogar rot, wo ich ihn angegriffen habe. Am Anfang. Sei es like. Versteh's nicht. Ich verstehe es nicht, aber ich muss es auch nicht verstehen. Wir fahren jetzt wieder zurück mit zum Aufzug, zum Ausgang. Auch ohne Victor. Schade. Der Inquisitor und der Jedi-Ritter haben die besten Gefährtinnen. Okay. Gefährtinnen haben wir ja noch gar keine momentan. Bis jetzt haben wir ja nur zwei Gefährten. Dieser eine Typ von Tatooine, der ein bisschen langweilig ist, mit dem wir uns irgendwie nicht so richtig anfreunden konnten, und ihn hier. Weil bei ihm ist es halt immer ein bisschen blöd, dass er halt kein Basic spricht, also dass man ihn immer nicht versteht. Und dann immer die Dialoge ein bisschen komisch sind mit ihm, mit diesen langen Pausen, damit man es lesen kann. Also das finde ich mit ihm nicht so ganz optimal gelöst. So, denen war auch schon wieder dabei. Okay. So. Ich habe gedehnt. So, und dann müssen wir... Genau, da ist der Ausgang da vorne. Aber also waren tatsächlich ein bisschen länger hier unterwegs. Hier in dem Hause Rist. So, einmal noch looten hier. Im Umfallen schon gelootet. Genau, im Chat ist Cam auf Deutsch. Ja, stimmt. Im Chat wäre auch blöd, wenn er hier nicht... Ich meine während der Dialoge, wenn man längere Dialoge mit ihm führt. Auch wenn es dann auf Deutsch dasteht, aber die Dialoge, also wenn man so mit ihm redet, quasi auf dem Schiff oder so. Oder in irgendwelchen normalen Gesprächen, da finde ich das immer ein bisschen komisch, wenn er redet. So, wie weit bin ich mittlerweile mit Staffel 2 von Mando? Was, Staffel 2 von Mando? Habe ich schon lange geschaut gehabt. Die habe ich da vor dem Lego Star Wars The Mandalorian Aufbaustream habe ich die schon zu Ende geschaut gehabt. So, Quest vorbei. Doofe Quest hier. So, weg damit. Tudor Courts Vermächtnis. Ach nee, das war ja auf irgendeinem anderen. Das war auf Tatooine, genau. Besiegen und suche den Victor in den Schatten. Riss. So, weg mit der Quest. Aufgeben. Never gonna give you up. Ich weiß, aber die Quest, die geben wir auf. Die machen wir jetzt nicht. Dumme Quest. Bug Quest. Aber echt komisch, wir haben es mal dreimal oder viermal versucht gehabt, es hat nicht geklappt. Vielleicht lag es echt dran, weil wir in der Gruppe oder so waren, aber so eine richtige Erklärung habe ich dafür momentan nicht. Okay. Ah, wir können jetzt entweder hier zurückgehen oder wir können hier nach oben gehen. Zum Gladustal. Ich glaube, das ist nochmal eine... Ah, das ist wahrscheinlich dann eine
eigenes Gebiet nochmal, oder? Wenn wir hier schauen, das ist wahrscheinlich dann. Ah, genau, das ist ein eigenes Gebiet dann. Ne, dann gehen wir erstmal da zurück hier. Ich glaube, da können wir uns sogar hin teleportieren, oder? Genau, hier können wir uns nämlich hin teleportieren. Und dann machen wir dann mit dem Fahrzeug, reisen wir dann darüber ins Gladestal. Ich glaube, das ist die bessere Variante. So, als Sith-Krieger kann man einen Jedi korrumpieren zur dunklen Seite. Ja, das klingt cool. Das klingt auf jeden Fall cool, da wäre ich dabei. Aber, ja, das geht hier, glaube ich, nicht. So, wo ist denn der Typ, mit dem wir reden müssen? Ach, da vorne ist er. Darth is Elgin, alles klar, was gibt's? Sagt mir bitte, dass ihr Wessex besiegt habt. Sagt mir bitte, dass ihr die Beweise der Untaten von Haus Tul vernichten konntet, bevor Ulgo sie verbreiten konnte. Gibt's jetzt eigentlich mehr Star Wars Games, da mehr Spielhersteller Star Wars Spiele herstellen? Ich gehe davon aus, dass es mehr Star Wars Games geben wird. Das Problem ist, dass natürlich die Star Wars, dass diese Lizenz von EA jetzt gerade eben erst weggegeben wird. Und ihr wisst ja auch, so ein Spiel zu entwickeln dauert lange. Also ich würde sagen, vielleicht in 3 Jahren, dass es dann vielleicht mit der Welle an Star Wars Games losgehen könnte. So, ich würde sagen, hier Zahltag, wir haben unsere Aufgabe gemacht. Kommen wir nun zum Wichtigsten, meiner Bezahlung. Niemals in meinem Leben war ich so erleichtert. Hier ist eine Belohnung vom Hause Tul. Ach, als Sith-Inquisitor kann man auch weniger korrumpieren. Oh, das wird ihr spannend. Ihr habt dem Imperium einen großen Dienst erwiesen. Ich hoffe, ihr wisst das. Natürlich, wir helfen immer gerne. Ja, das ist natürlich immer sehr unterschiedlich, was es für ein Spiel ist, wie lange die Entwicklung dauert. Aber grundsätzlich dauert, also so ein AAA-Spiel würde ich schon sagen, mindestens 3 Jahre. Ich meine, kannst auch sowas nehmen wie, keine Ahnung, die Elder Scrolls-Spiele oder so, die halt immer ewig lange brauchen, bis die mal fertig sind. Aber dafür sind sie ja dann auch immer ziemlich cool. So, hier sind wir fertig, jetzt sollen wir hier oben reisen, das hatte ich eh vor, genau. Lieutenant Muir, sollen wir uns melden? Willkommen. Schauen wir mal. Bitte wählen Sie eine verfügbare Reiseroute. Ich wünsche Ihnen einen sicheren und angenehmen Aufenthalt. Ah, perfekt. Die Quests sind dann beide quasi hier drüben in dem Gebiet. Ah, super. Dann haben wir... Gut, dass wir nochmal zurückgegangen sind, dass wir abgeschlossen haben. Vader Dedo, danke fürs Folgen auf jeden Fall. Die Taxiplattformen sind geöffnet. Das ist gut. Das sieht irgendwie... Also, Taxi stellt man sich auch anders vor. Last of Us hat 6 Jahre gedauert. Ja, wie gesagt, das ist jetzt nur so ein grundsätzlicher Wert gewesen. Aber gerade wenn du so eine Star Wars Lizenz kaufst, die halt sehr teuer ist, dann würde ich mal sagen, wirst du als Entwicklerstudio oder als Publisher auch alles da rein investieren an Ressourcen, die du an Personal hast, weil du weißt, es wird ein Erfolg, weil es ein Star Wars Spiel ist, was du hast. Und dann denke ich schon, dass es in 3 Jahren möglich ist, so ein Spiel zu entwickeln. Also von Grund auf zu entwickeln. Wie gesagt, hängt natürlich auch immer vom Entwickler ab. Aber ich nehme auf jeden Fall an, dass es mehr Star Wars Spiele geben wird, ja. Aber es wird dauern. Es wird auf jeden Fall dauern. Besser, sie nehmen sich Zeit, als wenn sie ein Cyberpunk-artiges Star Wars Game bekommen. Ja, kommt drauf an. Auf dem PC kann man das spielen, Cyberpunk. Auf dem PC ist das kein Problem. Die alten Konsolen, die sind das Problem. Whee, einmal unten durchgeflogen. Muss man wieder Leute einladen, fällt mir gerade ein. Wir sind nämlich wieder hier rausgegangen aus der Gruppe hier. Schauen wir mal, ob noch jemand online ist. So, du bist eh schon in der Gruppe hier drin. Irgendjemand wollte doch für ihn eingeladen werden. Jetzt hast du die Chance, eingeladen zu werden. Alle anderen sind gerade offline hier, alle anderen. So, reisen wir weiter hier über das wunderschöne Alderaan. Oh, hier ist auch mal eine riesige Brücke gewesen. Aber die ist bestimmt irgendeinem Erdbeben mal zum Opfer gefallen, könnte ich mir vorstellen, diese Brücke. Oh, da oben ist ein Drache. Was ist das da oben für ein Viech gewesen? Irgendwas schwebt da oben. Irgendwas Großes da, seht ihr das? Ne, das ist auch nur so eine, wie ich habe. Oder ja, nicht so eine, wie ich habe, nur. Ist halt extrem buggy. Ja, wie gesagt, ich habe Cyberpunk nicht gespielt, aber... Also, was ich gehört habe, die PC-Version hat zwar Bugs, aber sie geht zumindest einigermaßen. Du hast Bock auf ein richtiges RPG im Witcher-Style mit einem Star Wars-Universum. Ja, das wäre schon cool. Wobei ich, wie gesagt, eher so ein Action-Spiel besser finden würde. So, hier ist ein gefangener Jedi. Können wir den mitnehmen hier? Nein. Können wir nicht mitnehmen. Schade. So, nee, ich möchte mich nicht im Gespräch beteiligen. Ich möchte die Gespräche bitte selber führen. Angesicht zu Angesicht. Lieutenant Muir? Hallo auf jeden Fall. Bitte wartet einen Moment. Ich habe dringend den Befehl, dafür zu sorgen, dass ihr euch bei meinem Vorgesetzten Darth Victus meldet. Ah, ihr seid endlich hier. Mir kam zu Ohren, dass ihr als Schüler von Darth Sash gute Dienste geleistet habt. Ich bin Darth Victus. Unser Imperium braucht euch, Sith. Hier und jetzt. Wir können erstmal nicht helfen, sagen wir. Ich habe gerade keine Zeit. Es wäre unklug, die Möglichkeit auszuschlagen, dem Imperium zu dienen.
Der Auftrag hat mit dem Haus Panther zu tun, den geschwächten, ehemaligen Herrschern von Alderaan. Obwohl die meisten sie für ausgelöscht halten, gibt es noch einige Überlebende. Nur durch die überlebenden Panthers kann die etwaige Herrschaft des Hauses Tu legitimiert werden. Wir schließen gerade eine Abmachung mit ihnen, aber die Streitkräfte des Hauses Ulgo wollen dies verhindern. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder die beste Antwort, die er drauf hat, oder? Das Gerede ermüdet mich. Ich liebe diese Antwort. Euer Vergnügen kümmert mich nicht. Ulgo zieht Stoßtrupps und Tantas zusammen. Sie wollen den Bergunterschlupf der Panthers angreifen und alle Überlebenden des Hauses auslöschen. Die Vernichtung des Hauses Panther würde unsere Pläne für den Aufstieg des Hauses Tul massiv behindern. Das darf nicht geschehen. Vielleicht. Ihr werdet die Stoßtrupps des Hauses Ulgo finden und sie sofort unschädlich machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Schauen wir mal, wie uns so der Sinn danach steht. Mal sehen, ob ich Zeit habe. Es wäre gut, wenn ihr die Interessen des Imperiums allem anderen überordnet. Meldet euch bei Lieutenant Muir, wenn ihr getan habt, was euch befohlen wurde. Muir. Viel Glück. Muir. 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 Königsmacher. So, einmal hier mitgenommen. So, bei ihm ist gerade das Spiel abgestürzt, hat er gerade geschrieben gehabt im Chat. Aber das Gute ist, er bleibt trotzdem in der Gruppe drin. Ah, jetzt ist er auch wieder da. Alles klar. So, hier haben wir gleich die... Sollen wir nochmal mit ihm reden? Ach nee, jetzt hat irgendjemand anderes auch noch von uns die Quest, hat mit ihm zu reden, oder? Deswegen ist er hier noch angezeigt. Lass einen Trater aus dem Aurig-Lager frei. Okay, oder begib dich zum Treffpunkt. Okay, wir müssen jetzt quasi hier in diesen verschiedenen Ecken... Ah, das ist aber alles nicht hier. Das ist ein bisschen weiter weg, oder? Ah! Okay, nee, da geht's noch zu den Killik-Tunneln. Okay... Müssen wir trotzdem noch mit jemandem reden oder müssen wir noch das Viech befreien? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ne, es ist glaube ich bloß falsch angezeigt, die Quest wieder. Ist glaube ich nur falsch angezeigt. Miau. Können wir den Leutnant Miau reden? Ja, wir nennen ihn Lieutenant Miau. Das ist definitiv gut. Also Miau, da können wir uns drauf einigen. Ja, das ist fair. So, gehen wir doch mal zu der Quest. Die ist nämlich noch mehr in der Richtung, wo wir sowieso vorhin waren. Ach, da ist einer von den Dingern hier. Die sind nicht auf der Karte angezeigt? Hä? Okay, die sind anscheinend echt nicht auf der Karte angezeigt, aber gut. Schön, dass wir einen gefunden haben, auch wenn sie nicht auf der Karte angezeigt sind. So, einmal freilassen. Ah, okay. Dann müssen wir aus den verschiedenen Lagern hier die Viecher befreien. Okay. Das ist echt nicht auf der Karte angezeigt. Hm, lustig. Endlich mal wieder eine verbuggte Quest. Irgendwie wäre das mehr mit den verbuggten Quests, je länger man spielt, habe ich das Gefühl. Okay, ah, da unten müssen wir weiter. Ich glaube, hier hoch müssen wir, oder? Ja, ich glaube, hier hoch müssen wir. Hier sieht's gut aus. Ich habe den Ort Frostiger Weg entdeckt. Das mache ich wohl. Was mache ich freiwillig? Ach so, ja. Wettrennen? Wettrennen gibt's hier nicht. Hier gibt's nur einen Weg nach oben gibt's hier. Einen Weg nach oben. Ach, jetzt werden sie mir angezeigt auf der Karte. Witzig. Erst wenn sie mir nicht angezeigt, jetzt werden sie mir doch angezeigt. Ich glaube, wir sind hier aber immer noch auf dem richtigen Weg, wenn ich das richtig sehe hier, oder? Ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. So, oder? Ja, doch, da vorne ist klar. Aua. Da vorne müsste der Eingang sein. Haben sie mich einfach runtergeschossen, diese Killix mal wieder hier? Ich glaube, es hackt. Das kann doch nicht wahr sein hier. Erstmal ein bisschen schocken, die Kollegen hier. Oh, die halten aber tatsächlich ein bisschen was aus. Gar nicht mal so schwach. So. 15 müssen wir hier als Bonus besiegen. Okay. 50 Kekse ein Miau war der Vorschlag. Okay. Alles klar. Das ist ein super Vorschlag. Wenn wir einfach so random immer Miau sagen im Stream, das ist eine super Sache. Aber für 50 können wir es nicht mal. Das ist zu viel Spam. Das wäre 100 oder so. Oder 200 oder so. Und dann 5 Minuten Cooldown wieder, sonst wird es irritieren. Love, 3 Ass. Alles klar. Danke fürs Follow. Ah, hier sind wir richtig. Hier drinne. Im Killik-Tunnel. So. Ah ja, hier haben wir noch einen Killik-Scout. Wunderbar. Cozy LP, danke fürs Followen auf jeden Fall. Schön, dass auch du mit dabei bist hier. Hier nochmal den Rundumschlag praktizieren hier. Wieder schön mal ein bisschen mit dem Gefährten hier unterwegs zu sein.
Was haben wir hier eigentlich noch für coole Attacken? Ah, die hier können wir machen. Die mache ich eigentlich fast nie, die Attacke hier. So. 8 von 15 haben wir auch schon. Ah, der macht einen guten Job. Der macht einen guten Job, unser Verbündeter. Einerseits zieht er die Akku auf sich. Zwei gleichzeitig tut er aber auch hier schön uns immer heilen. So muss das sein hier. Also hier diese Bonus-Quest nicht zu schaffen, das ist ganz schwierig, weil man eh an den Gegnern immer vorbei muss. So, nochmal ein bisschen hier in die Reihen prügeln, in die Gegner hier. Du willst hier noch ein bisschen prügeln, habe ich gehört. Ja, genau. So, 12 haben wir schon von 15. Gleich folgt auch Nummer 13. Ja, genau so. Coole Höhle. Ja, die Höhle gefällt mir. Oh, leuchten sogar. Die Eier leuchten an der Decke. Sehr gut. Olli Kahn würde es gefallen. So. Nochmal ihn hier erledigen. Nochmal einen starken Schlag ab und zu da rein haben. Warum habe ich die Attacke hier noch mit dabei? Hm. Witzig, was ich alles für Attacken noch mit dabei habe. So, killige Räuber. Gleich wird dir dein Leben geraubt. So, 14 von 15 gleich haben wir es. Wo müssen wir weiter? Was? Müssen wir hier gar nicht rein? Gib dich zum Treffpunkt? Hä? Müssen wir hier gar nicht rein? Hä? Die Quest war mir doch hier angezeigt. Was backen das schon wieder heute? Was backen denn gerade die Quests so rum? Das war doch hier definitiv genau angezeigt. Wieso? Hä? Begib dich zum Treffpunkt. Ja, wo ist denn der Treffpunkt? Hä? Das ist doch... Geheimes Treffen. Begib dich zum Treffpunkt. Und jetzt bin ich hier drinne. Wo ist der Treffpunkt? Verstehe es nicht. Ist der Treffpunkt hier drinne irgendwo? Hä? Hummelkeks, danke fürs Folgen. Hä? Begib dich zum Treffpunkt, ja. Triff dich den Killig-Tunnel? Okay, einfach weiterlaufen wahrscheinlich mit dem Tunnel hier. Einfach weiterlaufen, wahrscheinlich am Ende der Höhle, ja. Aber dann ist es trotzdem falsch angezeigt auf der Karte. Wahrscheinlich wird es am Ende der Höhle sein, nehme ich auch an. Aber trotzdem, es ist definitiv falsch angezeigt. Auf der Karte hier. Läuft bei mir, alles klar. Hier, Prost auf euch nochmal. So, nochmal vorbei an den Killigs hier. Ganz hinten sagt der Chat, okay, ganz hinten, gut, dann laufen wir hier einfach weiter und hoffen, dass wir es dann irgendwann finden. So, selber die Tunnel, Bonusmission abgeschlossen. Ach, der hat den hier den Drehmodus eingeschaltet. Ja, darfst ihn ruhig anschalten, ruhig auch angreifen, wenn er hier im Drehmodus ist. Ist nicht verboten. So, schön. So. Wollen wir hier das da machen? Nice, wunderbar. Was ist das Lieblingseiergericht von uns? Hm. Ich glaube, Rührei ist tatsächlich mein Lieblingseiergericht. Der Chat ist immer noch beim Thema Eier, weil ich da die Eier an der Decke vorhin so bewundert habe. Sehr gut. Omelette, okay. Ne, Omelette bin ich nicht so der Fan. Denen nochmal, alles klar. Machen wir natürlich. Ah ja, okay. Ganz hinten steht der Typ. Okay, das ist bloß verbuggt auf der Karte. Das ist gut zu wissen. Danke für die Info. Naja, wir kommen der Sache näher auf jeden Fall. So, wieso müssen wir denn immer die Aggro von allen Leuten hier auf uns ziehen? Ja, man merkt schon, die Kämpfe dauern erheblich länger, wenn man alleine kämpft hier. Also wenn man nicht seine Verbündeten mit dabei hat. Mit denen geht das wirklich deutlich flotter. So, Spiegelei ist geil, vor allem auf Burgern. Ja, Spiegelei kann man essen, ich bin aber auch nicht so ein großer Spiegelei-Fan, muss ich sagen. Also Rührei ist für mich immer noch definitiv King hier. So, du hast auch schon einen besiegt. Oh. Du hast quasi so schnell gekämpft wie ich. Nee, schneller sogar gekämpft als ich. Und unser Verbündeter, also der ist echt sowas zu gebrauchen. Wie gesagt, wenn er jetzt noch coole Sachen sagen würde, also Sachen sagen würde, die ich verstehe auf Anhieb, weil die Dialoge cooler noch wären mit ihm, dann wäre hier echt King. So. So ein deftiger Hamburger Schnitzel mit Spiegelei. Okay. Aufrecht sitzen, okay. Was passiert ihr? Wir haben ihn auf jeden Fall gefunden, auch wenn er nicht angezeigt wurde auf der Karte. Netter Trick, Sith. Rehanna dazu zu bringen, mich herzurufen, als gäbe es einen Notfall. Ich fasse es jedoch eher als Beleidigung auf. Wo ist Rehanna? Ihr habt euch keine Mühe gemacht, eure Falle zu tarnen. So, nochmal denen. Ich kann einfach durchschleichen, wenn ich mich tarne. Stimmt, das hätte ich machen sollen. Ich würde sagen, er sollte mal besser mit uns zusammenarbeiten. Alles andere wäre dann auch sein Ende.
Gebt mir den Schlüssel zu Organas Schatzkammer. Ich weiß, was ihr wollt, Sith. Es ist das Objekt, das meine Familie zu beschützen geschworen hat. Ich kann es nicht zulassen, dass dieses bösartige Artefakt in Sith-Hände fällt. Im Gegensatz zu euch habe ich meine Prinzipien. Ja, wir auch. Deswegen sterbt ihr jetzt. Dieser Mord wird mir große Freude bereiten. Das Licht wird bestehen, Sith. Selbst gegen eine so finstere Dunkelheit, wie ihr es seid. Ey! Er hat den Highground. Jetzt haben wir ein Problem. Oh ne, er kommt wieder runter. Oh, endlich mal wieder ein Kampf gegen den Jedi-Ritter hier. Das ist immer der Highlight des Spiels, wenn man mal hier Lichtschwert gegen Lichtschwert-Duelle hat. Da macht es doch am meisten Spaß. Genau, das soll ja immer. So. Immer ein bisschen schocken. Ich habe gehört, das mögen Jedis besonders gerne, wenn man sie so ein bisschen schockt zwischendurch mal. Und dann mal wieder unsere starken Attacken hier eine nach der anderen reinhauen hier. Ah, nice. So macht man dem Kollegen hier Schaden. Richtig, richtig gut. Ja, gleich ist er erledigt. Wahrscheinlich sagt er nochmal am Ende was. Oder bringen wir ihn direkt um? Nee, er wird wahrscheinlich nochmal was sagen, oder? Er ist zu wichtig. Nee, wir bringen ihn direkt um. Alles klar. Na dann, rück mal den Schlüssel raus, würde ich sagen. Schlüssel zur Organanalyse im Schatzkammer. Der deaktiviert das Kraftfeld der Schatzkammer. Vom Haus Organa im Elysium. Wunderbar. Ja, hätte er auch einfach haben können, aber wollte offensichtlich nicht. Oh, wir haben eine neue Nachricht. Sith, bitte entschuldigt die Störung. Ich hoffe, dass euer Treffen mit Lady Rist gut verlaufen ist. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ich konnte sie von meiner Sicht der Dinge überzeugen. Dann gehört das Artefakt bald euch. Es freut mich, das zu hören. Ich bedauere diese Störung wirklich sehr, aber wir stecken in ernsthaften Schwierigkeiten und ihr seid vielleicht der Einzige, der uns helfen kann. Ach, mal wieder lächerlich sagen. Wie kommt ihr darauf, dass ich Zeit für eure Probleme hätte? Würdet ihr euch meine Bitte wenigstens anhören? Ich würde eure Zeit ganz sicher nicht beanspruchen, wenn es nicht wichtig wäre. Ich habe erfahren, dass das Haus Organa einen Vergeltungsschlag für euren Überfall auf das Haus Alde plant. Unser Spion berichtet, dass Organa einige Jedi aufgestellt hat, um das Haus Tul anzugreifen. Ich habe Urtel und seine Sith geschickt, um dem nachzugehen, aber sie kamen nie zurück. Oh nein, wie dramatisch. Läuft bei mir auch nochmal denen, alles klar. Glaubt ihr, dass Urtel getötet wurde? Ich habe den Kontakt verloren und ich befürchte das Schlimmste. Ihr müsst Organas Jedi noch im Haus Organa ausfindig machen und sie vernichten, bevor sie zuschlagen können. Ich flehe euch an. Ich würde es auch begrüßen, wenn ihr herausfinden könntet, was Urtel und den anderen Sith widerfahren ist. Aber die Jedi haben oberste Priorität. Einfach mal sagen, nö. Tut mir leid, ich habe Besseres zu tun. Wie könnt ihr es wagen, ihr... Eines ist gewiss, Sith. Sobald das hier vorüber ist, wird das Haus Tul seine Beziehung zum Imperium überdenken. Na, ihr seid doch eh unfähig, alle. Hoffentlich findet ihr, wonach ihr sucht, Sith. Und hoffentlich ist es das alles wert. diese geilen Stimmungsschwankungen von ihr. Wenn dann wieder die nächste Dialogoption kommt. Oh, Stufe 43, sehr gut. gefällt mir. So. Ne, da müssen wir hin. Nochmal die Eier an der Decke beobachten hier. Ja, leuchten immer noch genauso schön wie vorhin. Genau. Euer Gerede ermüdet mich. Das ist auch einer seiner Lieblingssätze. Beim Jedi-Ritter ist mir das gar nicht so aufgefallen, dass der immer dieselben Sätze sagt. Aber die sind witzig, die Sätze. Die können hier schon fast zum Meme werden hier. Kemp-Wall stimmt meistens bei der dritten Option. Stimmt, ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Aber nicht immer. Vorhin hatte ich auch mal immer dritte Option gewählt gehabt. Das hat ihm da nicht so gepasst gehabt. Aber es ist mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal, was er passt. Ich finde immer... Manchmal verstehe ich die Antworten immer ein bisschen zu ironisch hier. Oh, wir werden wieder erwartet hier. Hallo zusammen. Schön, dass ihr auch alle wieder da seid. So, ich würde sagen, wir gehen mal weiter hier. Alle bereit? Na dann, los geht's. Wo müssen wir denn hin? Ach ja, wir müssen ja diese Viecher müssen wir ja noch befreien. So, ich guck mal, dass ich hier gerade noch jemanden einlade, wenn hier noch jemand da ist. Aber die sind alle heute offline. Alle heute offline. So. Gerade am Sonntag hat man noch eigentlich am meisten Zeit zum Zocken. So, mein Killig-Attentäter hier umgenietet. Kein Problem. So, also ihr seht, also wenn ihr euch die Freundesliste bei SWTOR kauft, ihr habt durchaus die Chance, auch länger mit mir mal hier mitzuspielen. Kein Problem.
So, können wir hier die jetzt wird mega die Abkürzung, ich sag's euch, das wird mega die Abkürzung. Ja doch, das wird mega die Abkürzung. Das ist die beste Abkürzung, die ihr jemals gesehen habt hier schon wieder. Ja, ja, das ist dann wieder wie ich weiß, wo war's? Auf Balmora war es, wo ich in den Felsen hängen geblieben bin. Oh, Alpha Blaulicht TV hat sein Geschenk-Abo für Gaming Time verlängert. Vielen Dank dafür, vielen Dank dafür. Einmal Herzen nochmal in den Chat für Eifel Blaulicht TV. So, und dann. Ich glaube, es wird dir erst angezeigt, wenn das Abo dann wirklich verlängert wird, glaube ich. Ich glaube, dann wird es mir tatsächlich erst hier angezeigt. Dann werde ich es auf jeden Fall nochmal erwähnen hier. Ah, hier sind noch mehr von euch, okay. Jetzt haben wir gerade ziemlich viele hinter uns hergezogen. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht von allen gleichzeitig angegriffen. Wir werden von allen gleichzeitig angegriffen. Oh, das sind viele. Oh, jetzt sind wir gleich tot. Jetzt sind wir gleich tot. Das war ein Fehler. Das war das Letzte, was wir getan haben. Genau. So. Durch Gruppenkampf in der Nähe. Achso, medizinische Sonde. Holen wir uns mal die medizinische Sonde hier. Da sind wir schnell wieder zurück hier. Gut, dass wir hier nicht alleine unterwegs sind. So, und dann kämpfen wir hier auch gleich wieder weiter hier. Mal ganz kurz warten hier. Ich sollte mich vielleicht öfters ranschleichen bei solchen Missionen. Das wäre vielleicht besser, als wenn ich hier erstmal einfach blind drauf reinstürmen würde. Wäre vielleicht cleverer gewesen, aber hey. Clever kann ja jeder. Das wäre ja zu einfach hier. Ah, ihr wollt noch mehr Action. Achso, das hat ja jetzt eh schon jemand aktiviert gehabt. Okay. Dann fehlt uns nur noch ein Lager, wo wir ein Viech freilassen müssen. Alles klar. So, die Stoßtrupps hier. 10 von 15 und 11 von 15 geht gerade zu Boden. Perfetto. So. Einmal auf unser Gefährt hier drauf und dann geht's wieder nach unten. Ich will als Ziff rein. Ich bin Ziff-Attentäter, deswegen müsste ich doch theoretisch auch schleichen dürfen, oder nicht? Chat sieht das offensichtlich anders. So, hier ist noch jemand. Hm. Wir probieren jetzt mal zu schleichen, ne? Jetzt kommt Schleichdrabo kommt jetzt, wenn Drabo die. Ah, da ist Schleichen. Niemand sieht mich. So, na gut, wenn wir das Ding hier aktivieren, dann bringt uns das eh nichts hier. So, kämpfen wir hier nochmal ein bisschen mit. Problem ist, dass die jetzt nicht mit zu uns zählen hier. Achso, die Bonusquest zählt eh nicht mehr, oder? Ach, 11 von 15. Sollen wir die noch machen? Noch abschließen, die Bonusquest? Ach komm, wenn wir hier eh gerade schon sind, dann können wir die letzten hier auch noch schnell umkloppen. Dann sollte es jetzt nicht an denen hier scheitern. So, gleich mal hier mit Elektrizität hier die Leute begrüßen. 12 von 15. Da vorne gehen wir nochmal rein und dann haben wir... Ah ne, 14 von 15, da müssen wir die gar nicht angreifen hier. Können wir vielleicht nicht ganz so viel auf einmal angreifen. Nehmen wir uns doch die hier vor. Die Stoßtrupp-Druiden, wie schaut's denn mit dir aus? Ha, irgendjemand anders hat die eh schon erledigt gehabt. Okay. Ich bin Schleicher, ja, hier bin ich nicht so der Schleicher. Ich bin auch Fernkämpfer, das wisst ihr ja. Genau. Kehre zu Leutnant. Lieutenant Miau sollen wir ja zurückkehren. Ich soll ihn ja Miau nennen. Ich habe mich dran gehalten, was der Chat sagt. Es hat auch immer gut funktioniert mit dem einfach draufprügeln. Warum sollte man das ändern? Ja, stimmt schon. Aber wir sind jetzt eine kleinere Gruppe. Gerade eben sind die anderen sind alle offline gegangen. Deswegen sind wir jetzt eine kleinere Gruppe. Jetzt kann ich nicht mehr so wahllos einfach draufschlagen. Muss ich zumindest ein bisschen gucken, wie viele Gegner um uns rumlaufen. Weil wenn du hier zu 10 rumläufst, dann ist es kein Problem. Dann kannst du die Gegner immer wegkloppen. Aber wenn du hier nur zu 2 oder zu 3 unterwegs bist, dann musst du vielleicht trotzdem mal ein bisschen gucken, zumindest wo deine Verbündeten sind. Schleich die, genau. Hat da jemand Bayerisch gelernt oder was? Ah, bei der Konsolenabstimmung hat übrigens die PlayStation hier gerade gewonnen mit 56%, ich glaube, gegen die Xbox und ich weiß nicht, was die andere Konsole noch war. So. Spielen. Achso, da ging es um, worauf die Leute spielen oder was? Okay. Ne, da war einfach nur Abstimmung Chat, PlayStation, Xbox, Switch oder PC. Okay. Ja, die meisten sind tatsächlich PlayStation-Fans, das ist mir auch aufgefallen. So, Lieutenant Miau, was gibt's zu sagen? Willkommen zurück. Suchdruiden haben die Eliminierung von Ulgos Stoßtrupps bestätigt. Ich werde es sofort Darth Victus melden. Mein Lord, Lieutenant Miur, die Sache ist erledigt. Hervorragend. Ein weiterer Beweis dafür, dass die Diener des Imperiums jeder Aufgabe gewachsen sind. Ich werde dafür sorgen, dass ihr eure wohlverdiente Belohnung bekommt. Na dann würde ich sagen, sind wir fertig hier. Sind wir jetzt fertig? Solange es Feinde gibt, die zerschmettert werden müssen, ist die Arbeit des Imperiums noch nicht erledigt. Ich verhandle momentan mit den überlebenden Panther in ihrem Bergunterschlupf. Ich werde dafür sorgen, dass ihr hineingelassen werdet. Verhaltet euch vorsichtig.
Das Pantherversteck ist neutraler Boden. Sie werden keine grundlose Aggression tolerieren. Ein Hindernis steht unseren Plänen für das Haus Thul noch im Weg. Buris Ulgo, der angebliche König von Alderaan persönlich. Wir reden weiter, wenn ihr angekommen seid. Leb wohl, Sith. Gegen den König nicht dafür. Okay, alles klar, nochmal denen hier. Oh, läuft bei mir. Okay, Prost auf euch. Okay. Dann werden wir uns jetzt mal... Die Quest wird hier immer noch angezeigt. Die ist immer noch verbuggt hier. Die Fähre oder melde dich bei Darth Victus. Auch nicht schon wieder einer, der Victus heißt. Victus ist nie gut. Da ist die Quest. Nee, das hat jemand anderes, die Quest, glaube ich. Die Hallen Elysium, oder? Fähre zum Elysium. Bin gerade verwirrt. Nee, die beiden Quests haben wir. Wo ist die Quest hier? Die ist wahrscheinlich wieder im anderen Gebiet, oder? Also die Halle ist auf jeden Fall da unten. Dann gehen wir mal zu der Halle, weil das passt auf jeden Fall hier. Da komme ich hoch, Na, wieso komme ich da nicht hoch? Komm, mit Anlauf komme ich da hoch. Das andere Viech da kommt da problemlos hoch, aber ich nicht, oder was? Okay, man soll da, glaube ich, nicht drüber springen. Das ist nicht so gedacht. Frozen, let's hack. Danke fürs Folgen. Frozen passt ja auf jeden Fall gut dazu, nach dem ganzen Eis, was hier liegt. Nun hast du 4 Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!